Versoffen, hat Haus und Hof verspielt, ihn hat es nicht getroffen, hat ohne Glück gespielt. Jetzt steht er da am Tresen, der Durst bringt ihn fast um, er wäre beinahe reich gewesen und der Hut geht für ihn rum. Pferde traben, setzt er sein ganzes Geld auf einen Außenseiter, doch der hat ihm Ziel gefehlt. Jetzt steht er hier am Tresen und der Durst bringt ihn fast um. Er wäre beinahe reich gewesen und der Hut geht für ihn rum. Wenke Mühle, sehr beschäftigt, Wenke, so mit eigener Show jetzt und auch noch Aufnahmen in Mexiko bald, glaube ich. Und so. Aber wie geht's die kleinen Kinder? Jo, die haben es fint, die sind so deilig. Hvordan går det mit din lille Alexandra? Aha, norwegisch. Alexander hat jetzt gehört, er hat der Tore zwischen den Ecken, die beste Tore her. Er hat eine Stube, er hat eine Tore, eine Tür. Er hat einen deilen Drang. Aber ist das ja, also die, der hat uns gerade einen Drang. Das ist sehr schön, aber es ist sehr wahr, es ist sehr versöhnlich. Also es ist kein Wort, meine Damen und Herren, kein Wort norwegisch habe ich gesprochen. Nee, da, wir haben Dänisch gesprochen. Oh, war das Dänisch? Oh, das wusste ich nicht. Wenke, darf ich einmal als Abschied, man überreicht meistens Blumen einem Star. Einmal mal mein Glück versuchen hier. Ja? Für dich vielleicht. Für mich? Ja. Moment, ich mache das immer mit Knöpfen, weißt du, Geld ist mir zu schade. Ich mache es immer mit Knöpfen. Das funktioniert auch. Ich habe noch von meinem Regenmantel einen Knopf. Schau mal hier. Schau. Hier. Knopf. Ja? Ja. So rein. Und dann geht's auch. Pass auf. Hoffentlich ist eine Mark drin heute. Eine 7 haben wir schon. Ja? Zwei. Ja, aber zweimal hintereinander 3 7, das hat es noch nie gegeben. Das gibt nur einmal in 3 Wochen. Das ist dann plötzlich der. Oh. Dreimal die 7, nein! Moment, oh, enorm, bitte!